Und dann muss man sie im Kabarett ja aktuell auch mal loben. Auch das, die Größe muss Kabarett haben. Wenn sie sagt, wir schaffen das, dann sage ich, die Kanzlerin beweist Herz und dann sage ich Dankeschön. Ja? Wobei ich mich frage, wie die Stimmung in Deutschland sein wird in einem halben Jahr, wenn die Millionen Flüchtlinge immer noch da sind. Ich sage immer, Deutschland war immer nur gastfreundlich, wenn klar war, dass die Gäste auch wieder gehen. Das war doch immer das Entscheidende daran. Ja, dann ist es gescheitert. Und dass man sich vielleicht vorher auch mal an die eigene Nase fasst und sich mal überlegt, warum die Flüchtlinge zu uns kommen. Ob wir vielleicht da Mitschuld tragen. Das könnte man auch mal vorher überlegen, ob der viertgrößte Waffenlieferant der Welt da auch Mitschuld trägt, dass wir ganze Länder bombardiert haben seit Jahren und immer wieder nichts hinterlassen außer Chaos und dass die Menschen plötzlich zu uns kommen. Dass man Diktatoren wegbombt, ohne sich vorher mal den Gedanken zu machen, was kommt danach. Diesen Gedanken könnten wir mal zulassen, ganz kurz nebenbei. Ja. Ja, und dann, danke. Das ist ja das Einzige, was uns geblieben ist, ja? Die Zukunft. Wir wollen überhaupt keine Zukunft haben, weil es eine riesige Katastrophe ist, eine Finanzkatastrophe, eine Klimakatastrophe, also besser gar keine Zukunft. Wir wollen eigentlich, dass die Gegenwart bleibt. Status quo, so wäre es gut, wenn wir das zementieren. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Weil wir Angst haben vor dieser großen Zukunft, wollen wir lieber kein. Das Beste liegt hinter uns. Das ist das Gefühl dieser Gesellschaft. Das Beste kommt noch, wäre das Gefühl einer lebendigen Gesellschaft. Und da sind wir angekommen. Und deshalb ignorieren wir dann einfach die Realität. Das ist das Einfachste. Nämlich die Realität, dass 1% der Weltbevölkerung so viel besitzen wie 99% des Restes. Das ist die Realität. Und der müssen wir uns stellen. Und diesem 1% ist es einer gigantischen Lügenkampagne gelungen, den 99% zu erzählen, dass das, was im Sinne des 1% ist, im Sinne aller ist. Und wir glauben das. Ja. Das ist das.